Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weltspezial. Wir schauen auf die Ukraine und vor allem auf die Hilferufe des ukrainischen Präsidenten Zelensky, denn sie sind eindringlich. Wenn der Kongress der Ukraine nicht hilft, wird die Ukraine den Krieg verlieren. Das Land befürchtet eine russische Großoffensive gegen die Großstadt Kharkiv im Osten des Landes. Für die Verteidigung wurde laut Zelensky maximale Anstrengungen unternommen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat den ukrainischen Präsidenten in Kharkiv getroffen. Alltägliche Szenen aus der östlichen Ukraine in Kharkiv und sie könnten noch schlimmer werden. Die Ukraine befürchtet eine russische Großoffensive auf die Metropole. Um jeden Preis würden die Russen Kharkiv einnehmen wollen. Gleichzeitig hält der Westen immer noch Systeme wie Taurus zurück. Für den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky ist das unnachvollziehbar, wie er im Interview mit Chefreporter Paul Ronsheimer erklärt. Ich verstehe einfach nicht die Logik dahinter. Wenn zum Beispiel einer unserer Partner über Waffen verfügt, die Ukraine heute zum Überleben braucht. Ich verstehe nicht, warum er sie uns nicht zur Verfügung stellen will. Im Süden der Ukraine haben die Russen mehrere Anlagen zur Energieversorgung beschädigt, zum Beispiel in Odessa. Die Stromversorgung soll getroffen worden sein. In Mykolaiv sei ein Brand in einer Energieanlage ausgebrochen. Andere Angriffe konnte die Ukraine abwehren. 14 von 17 russischen Drohnen hätten sie abgeschossen. Seit Wochen steckt ein Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar im US-Kongress fest. Bei seinem Besuch in den Vereinigten Staaten wirbt der britische Außenminister David Cameron dafür, es freizugeben. Ich bin hier als guter Freund und Unterstützer dieses Landes und ich glaube, dass es im Interesse der USA, der Sicherheit und des Friedens der USA und ihrer Partner ist, das Geld freizugeben. Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, die USA schicken nun Waffen, die sie mal vom Iran beschlagnahmt hatten, darunter tausende Sturmgewehre und mehr als 500.000 Schuss. Doch es muss mehr kommen. Paul Ronsheimer hatte an der Front auch die Möglichkeit, sich ausführlich mit Präsident Zelensky zu unterhalten. Dieses Interview wollen wir Ihnen natürlich zeigen. Herr Präsident, wir sitzen hier in Kharkiv. Sie waren den ganzen Tag draußen und die Stadt wird ständig beschossen. Tag und Nacht. Drohnen, Bomben, Gleitbomben. Das erinnert mich persönlich an den Beginn des Krieges. Will Putin Kharkiv um jeden Preis erobern? Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Das war schon immer eines von Putins Zielen. Der Osten der Ukraine, einschließlich des gesamten Donbass, der Region Luhansk, der Region Donetsk und auch Kharkiv. Das ist symbolisch, wenn man sagt, dass Kharkiv die erste Hauptstadt der Ukraine war. Es ist ein großes Ziel, denn wenn man genau hinschaut, hat er seit Beginn der Invasion keine einzige regionale Hauptstadt erobert. Seit 2022. Er war nicht in der Lage, ein einziges Zentrum einer Region zu erobern. Und Kharkiv ist ein Ziel für ihn. Natürlich hat er Mariupol erobert, Melitopol, Berdjansk. Ja, aber wenn wir uns die Hauptstädte der Region ansehen, dann hat er keine einzige von ihnen erobern können. Und er wird es auch nicht schaffen, da bin ich mir sicher. Und Kharkiv ist ein sehr wichtiges Ziel für ihn. Trotzdem möchte ich nicht, dass wir das Psychospielchen der Russen mitspielen. Denn es gibt ja viele Informationen darüber, dass er die Gebiete erobern will und es ihm auch gelingen wird. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man will und dem, was man erreichen kann. Wir tun alles, um zu verhindern, dass dies geschieht. Aber warum sind Sie so sicher, dass Putin es nicht schaffen wird? Ich meine, er mobilisiert eine große Anzahl von Truppen. Er hat viele Waffen, die sehr präzise ihre Infrastruktur, ihre Kraftwerke, ihre Gaswerke zerstören können. Kann das am Ende über den Ausgang des Krieges entscheiden? Es ist schon ein ernsthafter Einfluss auf diesen Krieg, seinen Wunsch zu zerstören und zumindest ist das sein Wunsch, die gesamte Ukraine zu übernehmen. Das stimmt. Angriffe auf die Strominfrastruktur sind definitiv schmerzhaft für unsere Bürger und ein großes Problem für unseren Staat. Und er führt diese Angriffe tatsächlich durch. Die Luftabwehrsysteme der Ukraine sind in der Tat unzureichend. Und das funktioniert so, man wird beschossen und man muss sich verteidigen. Putin versteht nur Gewalt. Und wenn er das Gefühl hat, wie ein Tier, dass man sich nicht verteidigen kann, dann zerstört er immer weiter. Und wozu? Damit die Menschen aus dieser oder jener Stadt fliehen. Und warum muss er das tun?
Er will die Welt ja nicht völlig einschüchtern. Er weiß, dass er sehr vorsichtig sein muss, wenn Menschen in der Stadt sind. Denn er weiß, dass, wenn er die ganze Stadt zerstört, Zehntausende, Hunderttausende sterben werden. Und davor hat er Angst. Er hat Angst davor und deshalb schlägt er zu. Er schüchtert mit Informationen ein. Er schüchtert mit Strom- und Wasserunterbrechungen ein, damit die Menschen die großen Städte verlassen. Das war von Anfang an in vielen Städten der Fall, auch in Kiew. Für ihn war es wichtig, diese Panik zu verbreiten. Wenn alle weg sind, fängt er an zu zerstören. So wie er es mit Mariupol und Avdijivka gemacht hat. Er zerstörte alle Gebäude, alles Leben, alles, um in die Stadt oder das Dorf zu gelangen. Sie haben erst diese Woche gesagt oder gewarnt, dass die Ukraine besiegt werden könnte, wenn die Waffenlieferungen aus den USA dauerhaft eingestellt würden. Wie genau würde eine Niederlage in der Ukraine aussehen? Er wird alles zerstören. Er wird eine Menge Menschen töten, Hunderttausende. Die Menschen werden nicht weglaufen, die meisten von ihnen jedenfalls nicht. Und so wird er eine Menge Menschen töten. Wie wird es also aussehen? Eine Menge Blut, viele Tote, eine Menge Verluste. Wir sprechen hier von Hunderttausenden. Sie fordern seit langem mehr Luftabwehrsysteme wie Patriots und Langstreckenraketen wie Taurus. Fühlen Sie sich von Ihren westlichen Verbündeten im Stich gelassen? Sind Sie enttäuscht von Ihren westlichen Verbündeten? Ich würde nicht sagen, dass es eine Enttäuschung ist. Ich würde es nicht als Enttäuschung bezeichnen. Die Schlacht ist noch nicht vorbei und der Krieg ist auch noch nicht vorbei. Ich benutze immer Logik in meinen Schritten, in meinen Worten und Schlussfolgerungen. Das tue ich immer. Und ich verstehe einfach nicht die Logik dahinter, wenn zum Beispiel einer unserer Partner über Waffen verfügt, die Ukraine heute zum Überleben braucht. Ich verstehe nicht, warum er sie uns nicht zur Verfügung stellen will. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Politik... Sprechen Sie von Taurus? Ja, ich spreche auch von Taurus. Das ist eines davon. Wir brauchen ATACMS, Taurus, wir brauchen F-16. Was haben Sie dem Bundeskanzler geantwortet, als er sagte, wir werden Ihnen die Taurus-Systeme nicht geben? Wir sprechen über dieses Thema. Ich denke, es ist ein sensibles Thema. Soweit ich weiß, ist der Bundeskanzler der Meinung, als Vertreter eines nicht-nuklearen Staates, dass dies die einzige Waffe ist, die Deutschland hat, die mächtigste Waffe. Er teilt mir mit, dass er sein Land nicht ohne eine solche mächtige Waffe lassen kann. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Bundeskanzler. Und Sie glauben, das hängt mit der atomaren Bedrohung durch Russland zusammen? Er sagt ja, aber ich glaube auch nicht, dass es die Welt vor der nuklearen Bedrohung durch Russland retten wird. Alle Raketen, Taurus, ATACMS, F-16, werden keinen einzigen Menschen vor einem Atomschlag schützen, wenn, Gott bewahre, ein Atomkrieg ausbricht. Ich denke, es geht mehr um die Gesellschaft eines jeweiligen Landes. Es ist sehr wichtig für die Menschen zu wissen, dass man etwas Besonderes hat, eine besondere Waffe. Und wenn es zu einem Krieg kommt, werden diese Waffen nützlich sein. Wir sprechen darüber, was in den USA passiert, was für Sie sehr wichtig ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben dafür gewarnt, wie schlimm es hier in der Ukraine werden könnte, wenn keine Waffen mehr kommen. Und Sie haben zum ersten Mal von einer möglichen Niederlage gesprochen, wenn keine Waffen mehr kommen. Donald Trump wird nachgesagt, hinter dieser Blockade der Republikaner zu stehen. Haben Sie versucht, Donald Trump, den Sie persönlich kennen, anzurufen? Ich selbst habe ihn nicht angerufen. Wir haben ihn öffentlich in die Ukraine eingeladen und um ehrlich zu sein, nicht nur öffentlich. Wir haben die Botschaften und den Kontext durch geeignete Personen übermittelt. Wir haben gesagt, dass wir wollen, dass Donald Trump in die Ukraine kommt, alles mit eigenen Augen sieht und seine eigenen Schlüsse zieht. Ich bin auf jeden Fall bereit, ihn zu treffen und die Themen zu besprechen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Was haben Sie von ihm und seinen Leuten gehört, als Sie sie eingeladen haben?
dass er will, aber er weiß nicht, wann er das tun kann. Trump sagte, er würde in die Ukraine kommen? Er hat gesagt, dass er will. Aber es gibt noch kein Datum. Ja. Aber Sie meinen, er sollte bald kommen, oder? Das hoffe ich. Gleichzeitig berichtete die Washington Post, dass Trump, sollte er wieder Präsident werden, die Ukraine auffordern würde, Teile des Donbass und der Krim dauerhaft an Russland abzutreten, um im Gegenzug den Krieg zu beenden. Wären Sie bereit, mit ihm über einen solchen Deal zu sprechen? Wenn der Deal ist, dass wir einfach unsere Territorien aufgeben, und das ist die Idee dahinter, dann ist das eine sehr primitive Idee. Ich glaube, wenn er wirklich eine Formel und einen Ansatz hat, wie man den Krieg schnell beenden kann, ich brauche sehr starke Argumente. Ich brauche keine fantastische Idee, sondern eine reale Idee. Denn es geht um Menschenleben. Da kann man nicht scherzen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir haben es mit Putin zu tun. Alles, was er bisher gesagt hat, hat er anders gemacht. Das heißt, wir können ihm nicht vertrauen. Ich meine, die Idee muss sein, Putin keinen Raum zu lassen, keinen Raum für seine Pläne. Verstehen Sie? Er muss in eine Ecke gedrängt werden, damit er nicht improvisieren kann. Man kann sich auf alles Mögliche einigen. Die Frage ist, ob er sich an die Vereinbarung hält. All diese Diskussionen über Verhandlungen, über das Ende des Krieges, über das Einfrieren finden auch in Deutschland statt. Und ich zitiere einen Fraktionsvorsitzenden der SPD, der Partei von Olaf Scholz, Herrn Mützenich. Er sprach von einem Einfrieren des Krieges als Vorstufe zu einem Waffenstillstand. Und es sieht so aus, als genieße Olaf Scholz in gewisser Weise auch die Rolle eines möglichen Friedenskanzlers. Wie sehr beunruhigt Sie das? Friedenskanzler, das wird nicht funktionieren. Er wird kein Friedenskanzler sein, wenn wir den Krieg einfrieren. So war es mit Minsk. Der Krieg ist nicht eingefroren worden. Überall dort, wo der Konflikt eingefroren wurde, endete er mit einer langsamen Fortsetzung der Besatzung. Das kann mit Waffen geschehen oder mit einer politischen Fortsetzung der Besatzung. Das ist das Wichtigste, dass dein Land sich nicht entwickeln kann. So dass du, wenn schon nicht den heißen Krieg, so doch zumindest einen schwelenden Krieg hast. Niemand wird dann in dein Land investieren. Eine Zeit lang wird ein Teil der Menschen froh sein. Die Welt wird sagen, seht her, es ist uns gelungen, den Konflikt einzufrieren. Es fliegen keine Raketen mehr. Das wird so lange dauern, bis Russland die Produktion beschleunigt und seine Vorräte an Technologie, Raketen und Drohnen weiter aufstockt. Bis alle Fehler, mit denen sie zu Beginn der Invasion zu uns gekommen sind, behoben sind. Und wenn sie wieder bereit sind, werden sie uns unser neues Leben anbieten. Vergesst die Europäische Union, die NATO. Wenn ihr euch entwickeln wollt, zeigen wir euch wie. Es wird sein wie mit Belarus, einem verbündeten Staat. Ein eingefrorener Konflikt ist also wie eine Pause, wie in einem Film. Aber es ist kein Film, es ist die Realität. Es ist nur eine Pause, aber es ist eine Pause für Putin. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen viel. Denn dieser Krieg, er hat Auswirkungen auf uns alle. Das muss einem immer wieder bewusst gemacht werden. Es gab dementsprechend auch hier in Deutschland viele Themen, unter anderem den Wumms bei der Bundeswehr. Dieser verhallt nun aber zunehmend. Das Sondervermögen ist verplant oder schon ausgegeben. Die Zeitenwende, sie selbst dauert allerdings an. Russland stellt auf Kriegswirtschaft um. Putin will die russische Großmacht wieder auferstehen lassen. Wir müssen uns verteidigen können, das ist klar. Die Frage ist nur, wie soll das auch finanziert werden? Reichen da Streichungen und Kürzungen im Etat? Nein, sagt der Bundesverteidigungsminister Pistorius. Kurzfristig müssen es Schulden richten. Zu groß sind die Summen, die gebraucht werden, meint er. 99,99 Milliarden der 100 aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr sind ausgegeben. Das hat die FAZ ausgerechnet. Der Wehretat ist auch ausgereizt. Boris Pistorius sucht Geld für die Truppe. Und das auch bei den Grünen. Die Farbe verbindet irgendwie. Eine komplette Kampfbrigade wird in Litauen stationiert. Das kostet zusätzlich. Unterstützung für seine Wünsche findet der Minister bei der Opposition. Also es geht gar kein Weg daran vorbei, dass der Bundeswehretat steigt. Das Sondervermögen ist eine Überbrückung gewesen, die hat man jetzt genutzt.
Aber die Ampel ist jetzt gefordert, einen Haushaltsplan vorzulegen, der Bundeswehr deutlich mehr Geld zur Verfügung stellt. Aber hier geht es jetzt um ein Kernprojekt, nämlich die Zeitenwende. Und wenn die Zeitenwende stattfinden soll, so wie Scholz sie ausgerufen hat, dann muss er sie verwirklichen. Mit mehr Geld. Boris Pistorius will die Schuldenbremse für die Truppe aufheben, also Kanonen auf Kredit. Die Grünen würden mitmachen, die FDP hält dagegen. Das Sondervermögen war okay, aber die Schuldenbremse bleibt. War Gefahr im Verzug. Wir mussten direkt handeln und deswegen ist das Sondervermögen von 1,5 Milliarden Euro richtigerweise entstanden. Gleichzeitig müssen wir an die Zukunft denken, wie wir die Bundeswehr solide finanzieren. Und dazu hat ja der Finanzminister einen sehr guten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, wenn wir weiter solide haushalten, dann ernten wir eine Soliditätsdividende. Frühestens aber erst 2027 stände mehr Geld zur Verfügung. In Moskau stellt man die Wirtschaft aber jetzt auf Kriegsproduktion um. Die Bundeswehr habe keine Zeit. Der Kanzler müsse ein Machtwort sprechen. Der Kanzler hat nun mal die Richtlinienkompetenz. Er ist in einer besonderen Verantwortung gegenüber seiner Bundeswehr, aber auch im Bündnis. Es geht ja um Glaubwürdigkeit. Wir müssen wieder verteidigungsfähig sein, weil wer verteidigungsfähig ist, schreckt ab. Wer das nicht ist, lädt ein. Und bezogen auf die Ambitionen Putins ist das wichtiger denn je. Der Verteidigungsminister bezweifelt, dass bei Haushaltsumschichtungen kurzfristig genug Geld zusammenkommt. Sein Kanzler sagt sogar, er werde keinesfalls Hand an die Sozialausgaben legen. Rente für Rüstung käme nicht in Frage. Und der verteidigungspolitische Sprecher der SPD macht sich einen schlanken Fuß. Und wir werden in den Haushaltsberatungen ab diesem Sommer den Bundeswehretat weiter stärken müssen. Denn eines ist klar, die 2%, die Olaf Scholz in der Zeitenwende-Rede versprochen hat, sollen dauerhaft eingehalten werden. Und das muss Jahr für Jahr sich im Haushalt niederschlagen. Nur wie und woher das Geld kommen soll, sagt auch er dem Kanzler nicht.